Eine sehr interessante Diskussion hatte ich gestern. Und zwar geht es um eine Facebook-Gruppe, die aus der Sicht von mir und einem guten Bekannten, Freund, Kumpel, ein bisschen aus dem Ruder läuft und vor allem ein bisschen am Ziel vorbeigeht. Ich möchte mal ganz kurz meine Sicht einer Begrifflichkeit erläutern, die hier in Deutschland, ja, wie soll ich sagen, auf die typisch deutsche Mentalität aufprallt. Es geht ums Plinking. Was ist denn Plinking? Nun, in seinem Ursprung entstammt der Begriff Plinking in den USA aus dem Schießen auf unterschiedliche Gegenstände. Das können Dosen, Flaschen, mit Mehl gefüllte Luftballons, PET-Flaschen, Silhouetten, Stahlziele, Fallplatten etc. sein. Es geht dabei, dieses Plinking, eigentlich von diesem markanten Geräusch, wenn halt zum Beispiel ein Blechziel oder Stahlziel umfällt. Pling! Daher entstammt eigentlich in seinem Ursprung das Plinken. Das ist hier in Deutschland, zugegeben, nicht überall gleichermaßen umsetzbar. Die Schwierigkeit hier in Deutschland beim Plinking sind die Standrichtlinien. Wo ich in den USA raus in die Wüste gehen kann, in den Wald, in den Garten. Ich baue mir ein paar Konservendosen auf, ein paar Flaschen, was auch immer. Und plinke einfach drauf los. Das heißt, bam, 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 bam. Ich schieße einfach, wie ich Bock habe. Nein, hier in Deutschland, Fallplatten aus Stahl, muss der Stand dafür freigegeben sein und abgenommen sein. Ist also nicht überall realisierbar. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Was Plinken definitiv aber nicht ist, sind diese engen kleinen Streukreise. Ihr wisst schon, so, ich hole meine Matchbüchse, mein Weihrauch 54 oder Anschütz 54 raus und mach auf 50 Meter so einen Streukreis. Das ist nicht Plinken. Das ist Präzisionsschießen. Himmelweiter Unterschied. Kann ich hier in Deutschland denn Plinken betreiben? Natürlich kann ich das. Viele Vereine gehen hin und machen ein sogenanntes Gaudi-Schießen. Gaudi-Schießen, da werden vielleicht Wurfscheiben aufgehängt. Da werden vielleicht Bowlingpins aufgestellt. Da werden alternative Zielscheiben aufgehängt. Da werden vielleicht mehrere Zielscheiben nebeneinander aufgehängt. Da werden Pappscheiben aufgehängt. Das sind alles Möglichkeiten, die hier in Deutschland vorhanden sind, die man legitim auf einem Schießstand durchführen kann. Und zwar ohne Probleme. Und das Gaudi-Schießen ist sogar waffenrechtlich abgesegnet. Letzten Endes ist ein Königsschießen, auch wenn es ein Traditionsschießen ist, auch nur ein Gaudi-Schießen, weil es ist kein offizielles Ziel, irgendwo auf dem Holzvogel zu schießen. Jeder, der zum Beispiel eine Spopi hat, jeder, der zum Beispiel ein Wechselsystem für seine Großkaliberwaffe hat, im Kaliber 22, kann plinken. Probiert es doch einfach mal aus. Es ist eine super günstige Form des Schießens und es macht mal richtig, richtig Spaß. Ich gehe häufig auf den Schießstand, wenn ich mit der SLG trainiere, sondern wenn ich für mich mal schießen gehe, wenn ich das mal kann, nehme meine P07 Kadett und ich hau das Zeug einfach raus. Auch das fällt für mich in den Begriff des Plinkens. Einfach nur raus damit, bevor es schlecht wird. Bevor im Lauf das Geschoss anfängt anzulaufen. Probiert es mal aus, es macht Spaß. Ihr werdet vielleicht verstörte Blicke von Hardcore-Präzisionsschützen kriegen, wenn ihr euch hinstellt und bam, 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 bam macht. Und? Sagt ihm auch, er soll es mal probieren. Das löst einen Finger auf. Das weicht die Gicht auf. Das Schlimme hier in Deutschland ist aber, wie gesagt, der Deutsche kann mit dem Begriff Plinken nicht wirklich was anfangen und schon gar nicht mit dieser Form des Schießens. Dem deutschen Sportschützen wurde indoktriniert über Jahrzehnte hinweg Präzisionsschießen. Nur dann, wenn du präzise schießt und präzise die Zehen ausstandst. 50 Schuss, 50 kleine KK-Spiegel auf 50 Meter. Nur dann ist das tatsächlich Sportschießen. Komischerweise aber, wenn ich mir andere Verbände anschaue, zum Beispiel nehmen wir mal den BDNP mit den DKS-Disziplinen, dynamisches Kleinkaliberschießen, dann ist das eine gewisse Form des Plinkens. Ich sage bewusst eine gewisse Form, denn es weicht von dem traditionellen Präzisionsschießen ab. Es werden halt zum Beispiel unter DKS 1 und DKS 2 werden zum Beispiel Disziplinen wie PP1 und NPA geschossen. Also sprich dynamische Disziplinen, wo es auch um Geschwindigkeit geht. Das kann man unter Plinken durchaus auch finden.
und auch dort reinschieben. Ich habe aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel unter DKS hinzugehen, um mir Faltplatten aufzustellen und. Der Fantasie sind dort nahezu keine Grenzen gesetzt. Nur die Standrichtlinien können einen ein bisschen einschränken. Ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, probiert es mal aus. Löst euch endlich mal von dem sturen und starren Präzisionsschießen. Und wenn ihr nur eine Matchbüchse habt, eine Einzellader-Matchbüchse, dann stellt euch da vorne mal mehrere Ziele auf. Und dann wird halt mal nicht 10 Minuten gezielt, sondern in Anschlag gehen, batsch. Und probiert es mal aus. Nehmt euch irgendeine billige Schüttmunition. Euer Gewehr wird schon nicht deswegen kaputt gehen. Nehmt eure Spobi. Und wenn es eine Walter GSP ist, hey, ist vollkommen egal. Ich habe schon Walter GSPs mit Red Dot oben drauf gesehen. Eine geile Geschichte. Hängt euch vorne auf der 25 Meter einen Golfball auf dem Seil. Probiert das Ding mal mit der Kurzwaffe zu treffen aus 25 Meter. Ihr werdet sehen, das ist ein ganz neuer Anspruch. Das macht sogar Spaß. Wenn ihr dann 3, 4, 5 Stück nebeneinander hängt, dann habt ihr so eine Art Faltplatte schießen auf Golfbälle. Und zwar in einem ganz neuen Level. Und das macht richtig, richtig Spaß. Und mit günstiger Munition, hey, 3,50 Euro, 3 Euro für 50 Schuss, da fragt doch keiner. Nehmt ein paar Wurfscheiben, Tontauben, hängt sie vorne auf und schießt da drauf. Wenn was auftrifft, platsch, fliegen sie auseinander, wenn sie nicht Wasser gezogen haben. Der Fantasie sind, wie gesagt, keine Grenzen gesetzt. Aber das ist Plinken, das ist Spaß. Ich weiß, Jehova, er hat wieder Spaß gesagt im Bezug zum Schießen. Ich weiß, ich bin untröstlich, Leute. Aber Leute, tut mir bitte mal einen Gefallen. Macht es bitte. Es macht Spaß. Nicht nur Großkaliber. Geht mal auch ein bisschen wieder zum Kleinkaliber hin. Das macht einfach nur Laune. Ruger 10-22, Ruger MK4, CZP-07 Kadett. Es gibt so viele geile KK-Waffen da draußen, mit denen man richtig, richtig Spaß haben kann. Schnell schießen kann. Und dann findet man auch in ganz neue Gefilde des sportlichen Schießens rein. Und man kann da draußen auch vielleicht den ein oder anderen verbandsunabhängigen Wettkampf stricken. Und einfach mal Menschen kennenlernen und Spaß haben. Probiert's mal aus. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist einfach nur lustig. Es macht einen Heidenspaß. Und ihr werdet davon begeistert sein. Und wer es nicht will, lass es sein. Aber lasst die, die es machen wollen, bitte machen.